Die Höllenmaschine 8, Spieleleistung bis zum Anschlag mit einem übertakteten i9-Prozessor, 2 Titan XP, 64 GB Speicher. Jedes Spiel läuft flüssig auf 3 4K-Monitoren. Aber die Frage, die sich jeder stellt, can it run Crysis? Der wahre Kenner der Materie weiß, ein richtig geiler Spiele-PC, der schafft Crysis 3. Aber wir wollen uns nicht mit einem läppischen Monitor begnügen, nein. Nee. Wir zocken gleich auf 3 4K-Monitoren. Und um euch das zu beweisen, dass die Höllenmaschine 8 auch Crysis 3 packt, ja, das zwar schon aus dem Jahr 2013 ist, aber immer noch extrem viel Leistung frisst, zeigen wir euch zuerst die Einstellungen und dann, wie es abgeht. Ja, und dann kommt die Probe aufs Exempel. Genau. Also, kommen wir über 30 Frames? Schauen wir mal. Ein bisschen mehr. Ich zeige euch jetzt hier erstmal die Einstellung. 11.520x2.160 Pixel Vollbild. Anti-Aliasing haben wir deaktiviert und die vertikale Synchronisation auch. Systemeinstellungen sind sehr hoch. Dann gehen wir mal zurück auf die erweiterte Grafik und hier steht auch alles auf sehr hoch. Aber Fritz, hey, warum stellst du denn nicht auf Ultra? Ja, okay, ich stelle jetzt mal auf Ultra. Oh, gibt's ja gar nicht. Es gibt gar kein Ultra. Also sehr hoch sind schon die höchsten Einstellungen. Definitiv. Und wir gehen jetzt mal direkt ins Spiel. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ob die Höllenmaschine 8 Crysis 3 packt. Ich bete, dass sie die 30 Frames schafft. Der Spielstand ist geladen und ich hätte gesagt, wir stürzen uns jetzt ins Gefecht, drücken auf Enter. Und? Links oben seht ihr die Framezahl. Alter Schwede, über 40 Frames. 40 Bilder, ja gut, 30, aber 40 Bilder pro Sekunde im Durchschnitt, ja. Aber Fritz, schau dir mal die Grafik an. Die schaut noch richtig gut aus. Das ist so ein altes Spiel, das hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ja von 2013, ja. Wahnsinn. Wir müssen hier die Festung hier stürmen. Und es bleibt tatsächlich konstant bei 40. Also die Pro-Gamer würden jetzt sagen, ja, mindestens 60 Frames brauche ich schon. Frames per Second. Aber wir reden hier ja immer noch von Crysis 3 auf 3 4K-Monitoren. Richtig. Bei maximalen Einstellungen. Mit sehr hohen Einstellungen. Ne? Wieso eigentlich nicht Ultra? Ultra hast du doch bestimmt aus dem Menü gelöscht, oder? Ja, habe ich, ja. So, Fritz, jetzt zeig mal ein bisschen Skill nein, hier. Nein. Ja, erstmal Panzerung anmachen. Ja, ich bin ja immer im Tarnmodus rumgelaufen bei Crysis 3. Oh, schon ist die Energie niedrig. Aber ich bin noch ein ganz harter. Ne? Schon wieder Panzerung drauf. Warte mal, jetzt hole ich mir die... Ich drehe mal wieder ein bisschen auf. Die Leute wollen auch immer ein bisschen Atmosphäre haben. Die wollen was haben für ihr Geld. Man hört dein Gelabere dann nicht mehr so gut. Ja, deins auch nicht, glücklicherweise. Hallo, ich hab gesagt, du sollst ein bisschen Skill zeigen. Nicht schwimmen gehen an dem Teich, ey. Ja, wir sind konstant über 40 Frames. Leute, das ist erstmal ein Applaus wert, oder? Würde ich definitiv sagen, ja. Warte mal, da muss ich nicht so schreien. Ja, ich würde auch sagen, das reicht schon, Fritz. Wir haben es bewiesen. Die Höllenmaschine 8 can run Crysis. Oh. Egal. I cannot run Crysis, aber die Höllenmaschine 8 kann. You cannot play Crysis. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann habe ich sehr gute Nachrichten für euch. Zur Playlist der Höllenmaschine 8 geht es hier entlang. Und das Beste, ihr könnt die Höllenmaschine 8 gewinnen. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video. Und so geiles Merchandise wie wir haben, könnt ihr auch haben. Dafür geht's hier entlang. Also abonniert uns am besten gleich. Hier ist der Button. So, und wir machen Feierabend.